Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Mogulreich und dem Krieg gegen die Koalition. Wir wurden angegriffen. Ihr seht es, Mameluke gegen uns, Chakatai gegen uns, Sindh, Belutschistan und Kadesh. Auf unserer Seite Zhang, Vishanagar, die Blaue Horde, Irak sowieso. Wir sind truppentechnisch eigentlich ein ganz schönes Stück überlegen. Wir haben ja fast 13.000 mehr Infanterie, fast 6.000 mehr Reiter und fast das Doppelte, na über das Doppelte an Kanonen. Frage ist, ob wir uns hier irgendwas rausholen können. Also ich hätte ja schon gerne vielleicht hier das ein oder andere Gebietchen vernatscht. Aber da, ob wir da was bekommen, ist die Frage. Wir könnten uns was von Sindh schnappen, Belutschistan schnappen. Müssen wir mal gucken. Ich habe mich gerade auf Belutschistan Sindh gestürzt. Die Truppen ziehen sich so Richtung Chakatai hier rauf. Da möchte ich danach hinlaufen. Kandesh wird hoffentlich von Vishanagar eingenommen. Oh nein, die sind auch im Krieg gegen Bachmanis, oder? Oh nein, die haben gleich zwei Kriege am Laufen. Aber Bachmanis schon 76%, das ist gut. Also, wir stürzen uns hier ganz schnell auf die Gebiete, dass die möglichst schnell weg sind. Da können dann nämlich auch keine Gebiete oder keine Truppen nachspawnen. Finde ich schon mal hervorragend. So, wir sind übrigens ins Spiel gestartet. Ja. Autonomie. Oh, wir verlieren 100 Admin-Macht. Verliere 2 Inflation. Wie viel Inflation haben wir denn? Das könnte ausschlaggebend sein. Oh ja. Wir verlieren die 2 Inflation. Das ist okay. So, wir haben die nächste Belagerung gewonnen. Okay, wir haben alle Belagerungen gewonnen. Wir marschieren jetzt schon mal hierhin. Mit denen werden wir gleich hinterher marschieren. Hier trennen wir mal kurz gleich mal hinterher. Gleich mal hinterher. 10 Prestige. Ja, wir nehmen die 10 Prestige. Wir lassen hier hinten quasi alles offen. Aber der Irak ist noch nicht so weit, wie man das denkt. Oh, hier 21.000 Mann der Blauen Horde gegen 6.000 Irakis. Das ist schön. Gegen 6.000 Mameluka natürlich. So, wir können eine Regierungsform wechseln. Wo sind wir denn? Bei der 4 Führungsstab. Da geht man normalerweise, glaube ich, in die staatliche Regierungsregister, Moralregeneration, Armeen 5%. Einfluss, ja. Der Standard. 5% zusätzlich Disziplin für Puncharen einberufen. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt. Oh, das Regierungslimit wäre natürlich auch geil. Aber soweit ich weiß, nimmt man das hier. Wahrscheinlich wegen dieser Purbian. Das Startbild der Reitscherputen. Ich nehme es jetzt einfach mal. Zack. Reitscherputen. Und dann muss ich mir mal angucken, Einheit Limit Spezial, ja, Gründung, Landbesitz gibt, mach mal das mal. Ich muss sagen, das ist gerade, ich kenne mich gerade nicht wirklich aus. Ja, okay. Und das auch noch. Und wie berufe ich die jetzt ein? Rajaputenkrieger. Ah. Okay, die bauen wir relativ bald. Mal gucken, wie ich das mache. Ob ich da eine. Wir könnten halt locker von den Trupps her noch eine 4. Armee bauen. Das Wo ist unsere Rekrutenreserve hin? Was? Boah, scheiße, habe ich gar nicht aufgepasst. Ich glaube, die habe ich verbaut. Kann es sein? Oh, nee.
Und das jetzt zu diesem Zeitpunkt ist natürlich ganz schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht. Au, witzig, au, witzig. Halt, Moment, wir können uns ein paar Truppen schon mal holen. Wir können uns ein paar Truppen schon mal holen. 17.500, um genau zu sein. Wir könnten sogar nochmal machen. Aber wir lassen es jetzt mal kurz bei den 17.000. Hier warten wir mal ab. Vielleicht marschiert hier jemand anders rüber. Vielleicht marschiert hier jemand anders rüber. Vishanagar gegen... Achso, Bachmanis, die waren ja im Krieg, habe ich gesagt. Genau. Okay, hier oben habe ich wohl... zwei Schlachten geführt, die ich nicht mitbekommen habe. Gut. Gut. Und wir haben beide gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Wir können der Steuerpolitik erlassen. Diplorep, Freiheitsbestreben, Untertanen brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ich glaube, ich würde gerne die Kosten Kernprovinzen nach wie vor nehmen. Ich glaube, die hat man zuletzt auch, oder? Geld haben wir auch genug. Ja, wir nehmen die. Dafür erhalten wir auch noch Rekrutenreserve. Ja. Gut. Dann auch ihr geht schon mal hier rauf. Auch ihr geht schon mal hier rauf. Was macht denn hier hin hier? Die sind auch mit mir im Krieg. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wenn das so ist... Wenn das so ist, marschieren wir doch gleich mal aufs hier hin zu. Ja, ich glaube, die sind nachträglich eingestiegen, kann das sein? Nogai auch, die sind... Hä? Die waren doch vorher nicht mit im Krieg. Au, witzig, au, witzig. Jetzt müssen wir gerade glatt nochmal aufpassen hier. Wird ja glatt ein bisschen gefährlich. Und wir können natürlich keinen, doch Nogai und Sirhind könnten wir extra rausholen. Na gut, dann stürzen wir uns hier mal kurz auf Sirhind. Kein Thema. Kein Thema. So, wie schaut es denn hier hinten aus? Ja, die 8000 bitte niederschlagen, das wäre schön. Aber Irak schlägt sich gut. Da hinten passiert noch nicht so viel. So, und hier schießen wir uns einfach mal bei beiden kurz durch. Da gehen wir mal kurz belagern. Staatsheer mit Zange ist vorbei. Belagerung von Tabriz verloren. Okay, das ist jetzt die eine Festung, die ging an den Mamelucken. Nicht so schlimm für uns. Nicht so schlimm. Nächste Aufständischen kommen bald. Ah, der Mamelucke hat unsere Aufständischen niedergemetzelt. Hervorragend. Dafür fällt gleich die nächste... Festung. Und wir haben allerdings Chakatai in unserem Griff. Scotchcore, die Hauptstadt? Nee. Ah, nee, die ist hier hinten irgendwo, gell? Hier hinten. Na. Dann marschier du mal gleich hier rüber. Okay, nächste Festung verloren. Lahore gewonnen. Kashgar gewonnen. So, dann bitte mal kurz trennen. Wir holen uns das alles mal kurz. Das könnte auch das erste Opfer sein von uns. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, passt. Das ist bedauerlich. Ja, okay. So.
beide da rein, bitte. Unterstützt die Belagerung. Wir wollen darauf. Das sind tatsächlich Truppen, die hier wieder zurückerobern. Aber kein Problem. Die haben eh schon keinen Bock mehr, alle. Die haben eh schon keinen Bock mehr. So. Besetzen. Alles Mögliche besetzen. Oh, das hier gefällt mir nicht. Das hier gefällt mir nicht. Na, das geht gar nicht. So. Andra, angeheuert durch Vishanagar. So, wir schieben mal kurz beide Truppen hier rüber. Einfach nur, weil hier ja auch noch. Okay, ich dachte falsch. Aber wir haben, ja, wir müssten eigentlich alles nehmen. Wir kriegen aber natürlich nicht alles. Würde natürlich eine neue Koalition direkt bilden. Was uns natürlich erstmal egal sein könnte. Oder wir sagen, gib uns all dein Geld, gib uns Kriegsreparationen. Gib uns eine Stadt. Gib uns eine Stadt. Und zwar die fetteste Stadt. All dein Geld. Forderung senden. I like. Okay, bündeln können wir natürlich nicht. Korruption steigt. Okay. Damit hätten wir schon mal einen Trupp raus. Militär, wir sind nach wie vor überlegen. So, du gehst gerade hier rüber, du gehst ebenfalls hier rüber. Lassen wir mal so laufen. Wir stehen hier da oben in der Hauptstadt. Danke. Ja, die ist soeben gefallen. Und jetzt wird es eine Frage der Zeit sein. Koalition niedergeschlagen. Die Frage ist nur, können wir jetzt noch irgendwas draus machen aus dem Ganzen? Marschiert mal hier hinter, bitte. Direkt aufständisch in Lahore, okay. Hormus verbündet mit dem Mamelucken. Geh mal hier runter. Und den Rest hier oben kümmern sich die anderen. Wir marschieren mal. Ja. Wir marschieren mal schön darüber. 10 militärische Macht. Wir gucken mal, was hier drüben so ein bisschen geht. Okay, die Aufständischen sind sogar schon niedergeschlagen. Dann geht es hier runter. Wir könnten weißen Frieden machen. Wir könnten weißen Frieden machen. Kann jetzt aber wahrscheinlich nicht sagen, ich will hier unten was. Ja. Da müsste man erst hinlaufen. Hohe Kriegsmüdigkeit, die verringern wir komplett. Komplett, ja. Der letzte Punkt war geschenkt. Wir senken um 2.
Ich habe aber nur um einen Punkt geschenkt, trotzdem natürlich die vollen Ausgaben gehabt, war allerdings volle Absicht. Kriegswürdigkeit ist so ein Punkt. Wenn die runter ist, haben die Gegner weniger Bock zu fighten. Wir nehmen die Dukaten mit. Wir verlieren Loyalität. Nee, ich würde eigentlich gerne die Loyalität mitnehmen. War das gerade ein Vibe, oder? Oh, lecker Schmecker. Hier 0, 3. Der Dreier geht mal hier oben zurückbelagern. Du gehst mal hier runter. Oh, wir wurden beschenkt von Karaman. Oh, 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 oh. 13.000. Hier sind nochmal 14.000 Mann. Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler. Ne, nicht einmal. Wipe, wipe. Wipe, wipe. Dann du in die Festung rein. Du gehst mal hier runter. Jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können. Oh, schau, da kommt der nächste Fight. Wieder 1000 Mann. Wir können in eine Idee reingehen. Was haben wir denn? Unterhaltssöldner. Nein, werden wir nicht tun. Werden wir nicht tun. So, wir holen uns unsere Festung zurück. Wie schaut es hier hinten aus? Gut für uns. Gut für uns. Ja, Nogai interessiert mich eigentlich gar nicht. Du kommst mal hier rüber dabei. Au, witzig. Hier haben wir nicht aufgepasst. Und der Mameluke ist... ja, jetzt nicht mal unbedingt stärker als wir. Aber würfelt besser, hat wahrscheinlich auch mehr Truppen hier. Schlecht für uns. Da haben wir nicht aufgepasst. So, Chakatai möchte Frieden haben. Und wir kriegen halt hier gar nichts, gell? Wenn ich sage, ich möchte Belutschistan, bleibt natürlich die Koalition bestehen. Wir möchten all dein Geld. Wir möchten... ich will keine Vasallen hier. Kriegsreparationen kriege ich nicht. Ja, komm, wir machen es mal so. Wir holen uns Belutschistan. Haben quasi das nächste Reich besetzt. Kriegen einen Haufen Geld. So, hier können wir jetzt allerdings zentralisieren. Dann nehmen wir das mal ein. Oh, Unruhe global, Mist, aber... wir gehen einmal rein. Eventuell auch bei Diplo... Ideen einmal rein, auch wenn es ein bisschen weh tut. Ah, genau, da wollte ich schauen. Belutschistan und Persien war das andere, glaube ich. Belutschistan. ...82%. Und Persisch gehört zu Iranisch. Das hatten wir ja eh schon. Glaube ich. Ne, Iranisch ist ja alles hier oben. Genau, Persisch, Belutschistanisch. Ein bisschen was fehlt noch. Aber eigentlich hätte ich gerne hindustanisch. Aber okay. Krieg ist erstmal beendet. Schon wieder die nächsten Unruhen. Natürlich, natürlich. Jetzt werden wir einmal kurz hier rein gehen. Da nicht. Da nicht. Die 07 sitzt mal aus.
bisschen die Unruhen runter und wir stellen uns jetzt allerdings schon mal auf. Ich werde mich nämlich nicht allzu schnell ruhig oder allzu lange ruhig verhalten. Hormus wartet und Hormus hat auch den Mamelucken mit drinnen. Wird ein netter Krieg. Vor allem, wir können Adal mit reinberufen. Die haben jetzt nicht so viele Truppen, aber die lenken halt ein bisschen den Mamelucken mit ab. So, und erstmal brauchen auch wieder ein bisschen Rekrutenreserve. Prestige brauchen wir nicht. Dann nehmen wir lieber die Meinung vom Osmanen. In dem Fall finde ich das ganz gut. In dem Fall finde ich das ganz gut. So, rein da. Rein da. Ah. Komm, wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir hauen mal kurz die Leute raus in der Hoffnung, dass irgendwas Gescheites nachkommt. Bauen mal ein paar Gebäude. Hier alles über 10. Dankeschön. Und bevor, solange jetzt noch kein Krieg läuft, werden wir jetzt schon mal die Leute trainieren lassen. Hat sich überhaupt null gelohnt für uns. Null. So ein Kack. Jetzt nehmen wir den hier. Jetzt nehmen wir den hier. Die Frage ist, sollen wir uns jetzt nochmal... Komm, wir kaufen uns jetzt einmal Leute, dass die schneller... aufgefüllt werden. Lassen jetzt aber trotzdem mal ganz kurz trainieren. Alle. Ganz kurz mal durchatmen, aber 15:50 werden wir nicht schaffen. Das sehe ich jetzt halt schon. Müsste ich den Hormus jetzt links liegen lassen und müsste jetzt eigentlich die nächsten... Ja, eigentlich wollten wir ja Malwa und Jaunpur wollten wir ja eigentlich. Was sollten wir das machen? Ja, vielleicht sollte ich auch einfach nur das machen. Ja, komm. Wir haben natürlich die aggressive Expansion halt auch dann alles komplett in dem Bereich. Aber ich glaube, das ist besser. Wenn wir hier einfach die Powerblocks weg haben, Malwa, Jaunpur, es hilft halt, also wenn es alles uns gehört hier, es hilft halt ungemein. Deswegen marschieren wir darüber. Bengalen und Sind. Nee, ich möchte jetzt entweder Malwa oder Jaunpur. Vor allem, die können dann auch nicht in eine Koalition. Immer wenn wir Friedensvertrag haben, können wir nicht oder können die nicht gegen uns in eine Koalition. Ja gut, die Fähigkeit hier bringt uns nicht so viel. Wir machen mal Kampf von unserer Hauptstadt. Wo ist denn Delhi? Ja, das ist Lore. Ja, Ackerland. Aber egal. Ah, Kalat, nächstes Staatsgebiet. So, wir stehen quasi bereit. Die Frage ist jetzt nur, wen erwischt. Die Frage ist, wen erwischt. So, wir trainieren noch mal kurz. Wir trainieren noch mal kurz ein bisschen zumindest. Wen erwischt? Wie schaut denn das von den Missionen her aus? Verein Punjab ist das hier alles erobern.
Es ist einfach nur Jaunpur und die eine Provinz von Mitteldor, von Malwa. Okay, das sind so einzelne Provinzen. Und einfach nur das Gebiet Gir erobern. Das Provinz, das bringt uns weitere Ansprüche, Moral, Armeen, 30 Jahre Unterhaltfestungen minus 10%. Das hört sich doch eigentlich gut an, weil Kaiser Hindustans, das ist ein bisschen mehr. Ist zwar schön, aber ist ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, erstmal gegen Malwa, Kalpi, Sindh und schon wieder Seer Hind. Das macht aber Zhang und Vishanagar mit. Ich hätte jetzt gar nicht erst trainieren sollen. Das war jetzt doof. Da 50 Diplomacht hergeben. Können wir uns hier die nächste Provinz holen, irgendeine? Verlieren wir mal die Loyalität. Und dann würde ich aber sagen, auch wenn die Folge heute noch nicht mal eine halbe Stunde ist, werden wir das trotzdem erst in der nächsten Folge anfangen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.